Hallo Leute und willkommen zurück zu Dark Parables, die kleine Meerjungfrau und der violette Gezeitensammler. Es geht weiter hier im Wimmelbildspiel. Ich weiß gar nicht, was wir hier zuletzt machen sollten. Ich kann hier drin nichts erkennen. Ich habe eine Blutfiole bekommen. Sollen wir die nicht zurückbringen? Ich hole mir mal einen Tipp, ob hier noch irgendwas war. Nein, ich soll zum Strand. Gut. Dann war das die Fiole, die sie zuletzt, glaube ich, haben wollte. Dann wird sie die jetzt auch bekommen. Father, look! It's the detective! Let us put an end to this madness. Brave detective, you have saved not only our lives, but have freed our kingdom from an ancient curse. A curse I caused with my own greed. Fear not. I will find a way to restore this boy. Our kingdom is in your debt. Thank you. Nehmen die Pinu jetzt einfach mit? Ist das Spiel zu Ende? Am Anfang diesen Parts? Tatsächlich, das Spiel ist zu Ende. Toll, ich habe gerade den Part angefangen. Hätte ich das gewusst, hätte ich die 2 Sekunden noch das letzte Mal dazu mit aufgenommen. Ist aber nicht schlimm. Da ich die Sammler-Edition spiele, gibt es jetzt noch ein Bonuskapitel direkt. Ja, und ich gehe dann da am Ende auf das Spiel ein, würde ich sagen. Dim, dim, dim. Warum klingt die Musik aber so asiatisch immer? Also, es ist irgendwie so... Ja, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Das war auf jeden Fall das Hauptspiel, also die normale Edition, die wir jetzt durchgespielt haben. Die haben Pinocchio mitgenommen, was ja darauf wahrscheinlich hindeuten lässt, dass im nächsten Part Pinocchio wieder auftaucht, gerettet sonst wo. Ich mache das mal weg und wie man sieht, und das weiß ich genau, ich habe nicht alle Monde gefunden. Guter Zuhörer, hör dir die Einleitung, ne? Toll gemacht, du hast das Hauptspiel abgeschlossen und das Bonuskapitel freigeschaltet. Jawohl! Aber was ist mit den Extras? Ich habe von der lieben Angelique den Tipp bekommen. Am Ende werde ich ja alles nochmal irgendwie suchen können. Sammelobjekte. Parabeln. Bonusspiel, Hauptspiel. Wir haben überhaupt keine Parabel uns angehört im Hauptspiel. Wenn ich das könnte, würde ich das jetzt gerne nochmal nachholen eigentlich. Wir haben nur eine königliche Torheit und das ist irgendwie... Nicht so das, was ich wollte. Das war, würde ich fast sagen, was ja nicht schlimm ist, aber eine der schlechtesten Runden für Parabeln, die ich je hatte von Dark Parables, weil ich echt eine nur freigeschaltet bekommen habe, weil ich fand, das war sehr schwierig jetzt mit den Dingern finden. Okay, das machen wir dann aber am Ende. Dann mache ich jetzt erstmal das Bonusspiel. Bonuskapitel, der treue John und König Blaubart. Tipp und schneiden sich schnell auf. Nein, wir wollen das schwierig. Wir machen mal schwierig. Kannst während des Spiels die Schwierigkeitsstufe ändern? Ja, ja, wir machen mal schwierig. Komm. Zack, zack. So. It is done. Once King Alexandros performs the blood ritual, Brasino will lose the goddess's favor. The war will be over and Kokino will rise again. Prinzessin Naida, was tut sie hier? Ich sollte mich natürlich verhalten. Ganz natürlich verhalten. Okay. Chancellor, I'm so glad I found you. My little sisters are missing. Kanzler? Soll das wirklich Kanzler heißen oder eher Kanzler? Naja. I've told Daphne and Teresa 1,000 times not to go near Kokino, but they never listen. I'm worried they've been captured by some Kokinoan soldiers. Can you help me find them? Klar. Neues Ziel, finde heraus, was mit den Prinzessinnen passiert ist. Machen wir. Hier gehört eine Sonne rein. Hier haben wir eine Muschel gefunden. Was ist das? Schönes. Hier wird es wahrscheinlich auch noch Parabeln geben. Was ich irgendwie ganz blöd finde jetzt, dass wir die anderen gar nicht gehört haben. Ich hoffe, die haben nichts parabelmäßig mit dem Bonuskapitel zu tun. Nicht, dass es hier dann so weitergeht oder so. Das stimmt irgendwie nicht. Rahmenteil von Wandbild. Gehört das dahin? Nein. Was ist denn hier? Also können wir denn... Gehört hier irgendwas davon hin? Was soll hier überhaupt hin? Ich müsste mir hier... Oh, ja, gehört anscheinend nur diese eine Blume oder so rein, würde ich sagen. Die wir noch nicht haben.
Muss man jetzt hier auch wieder einen Mond finden? Oder was anderes? Wie das hier, so eine Schnecke? Hier, eine kleine Schnucke. Da ist das tatsächlich. Man kann Monde finden. Ach, dann gehören die noch dazu. 30 von 40. Na gut, dann können die 10 anderen Monde hier im Bonuskapitel gefunden werden. 30 von 40. 31 von 40. Na gut, vielleicht habe ich ja noch Glück. Hier ist noch eine goldene Meerjungfrau. Stimmt irgendwie nicht. Was kriegt die hier? So ein Muschelbauch? Ein Muschelbauch. Nu? Ein Wimmelbild. Es hat gar nicht geglitzert. Ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Es hat mich überrascht. Das Wimmelbild. Gott, so eine Drama-Musik hier. Diddle-diddle-diddle. Eigentlich wollte ich den Kranz haben, aber okay. So, dann noch die Flossenteile hier. Und es fehlt immer noch ein langes, grünliches Dingens für ein Rubinschwertfisch. Fischi, Fisch, Fisch, Fisch. Was ist denn? Das ist gut getarnt. Das ist doch bestimmt hier irgendwo im Grünen. Damit es keiner sieht. Ich brauche einen Tipp. Ach, hinter mir. Okay, dann kann ich es natürlich nicht gut sehen. Okay. Bam, bam. Rubinschwertfisch. Was haben wir hier Schönes? Mit den tollen Animationen hier. Die Meeresgöttin. Schon bald ist Kokino wieder unter ihrem Schutz. Ja, wir werden sehen. Mal gucken. Dieser Tempel hat wunderschöne Tage gesehen, aber er hat aber auch gelitten. Ja, geht doch noch. So, immer noch. Ganz schick. Hm? So, dann gehen wir mal wieder zurück. Weiß ich nicht, ob wir... Was wollte sie? Stimmt irgendwie nicht. Was will sie denn eigentlich von uns nochmal? Wir sollen doch einfach nur ihr helfen, oder sollen wir auch was geben? Können wir schon mal den Mond zumindest reintun? Die Sonne haben wir aber noch nicht. Da passte irgendwie die Blume rein. Können wir die Meerjungfrau irgendwo hintun? Oder können wir den Schwertfisch hier irgendwo hintun? Hier muss es doch noch was geben, was man machen kann. Also ich kann hier irgendwie nicht weitergehen. Ich dachte, man kann jetzt hier weiterlaufen. Aber gut. Dann nicht. Vielleicht dann doch hier diese Ecke irgendwie. Hm. Seepferdchen, Schwertfisch, Meerjungfrau. Hm. Der Krieg war verheerend. Wir können nur hoffen, dass er bald aufhört. Können wir da hinten irgendwas reinlegen? Nee. Mal die Karte. Wie komisch. Dann hilf uns doch mal. Hier, Uschi. Dann brauche ich einen Tipp. So. Hm. Vielleicht muss man ihr irgendwas geben oder hier irgendwas hin tun. Ach, da war noch das Teil. Perlengriff. Der könnte doch dann, könnte man die Tür aufmachen. Jawohl. Überspringe die Fische, um sie vom Brett zu entfernen. Am Ende darf nur noch einer übrig sein. So ein Spiel, also ich hatte früher mal so ein Spiel, das war auch so. Mit so ganz vielen Steckdingern drinne und dann muss man sich immer so, konnte man halt gut alleine spielen. Wenn mir als Kind langweilig war, habe ich immer dieses Brett genommen und dann darf halt nur noch einer irgendwie oder gar keiner eigentlich übrig bleiben. Es war sehr schwer. Es hat auch einen Namen, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Aber wie soll man das denn jetzt überspringen? Achso, jetzt kann ich nämlich den gar nicht mehr überspringen, oder? Okay. Ja. Mhm. Den, warte mal, den dahin und dann den anderen darüber. Ist doch wunderbar. Schön. Ja. Dann können wir da jetzt durchgehen. Es ist schön, so nah zu Hause zu sein, aber ich mache mir Sorgen um die verschwundenen Prinzessinnen. Ich schaue mich mal um.
direkt hier einen Mond gefunden. Und ein Parabel-Schwimmschwamm-Ding. Die sieht man so schlecht, diese unsichtbaren Teile. Da gehört auf jeden Fall das Seepferdchen rein. Eindeutig. Und jetzt? Jetzt habe ich das Seepferdchen da reingetan. Das ist schön. Da ist noch was zum Aufheben, aber erstmal wimmeln wir wieder. Ja, ja, ja. Ich soll das doch hier einsammeln, oder nicht? Den doofen... Nee? Ich dachte, hier dieses Rad soll ich einsammeln, aber es ist nur das. Die ganzen Kränze hier. Nee? Was denn noch? Was denn noch? Dieses Ding und dann das da oder das? Diesen Kranz hier will ich haben. Ist das nicht der? Hm. Echt nicht? Doch. Manchmal drückt man auch auf Sachen und es geht einfach nicht. So, dann sollte es noch so ein roter Stein sein. Vielleicht ist es eine Art Rubin oder so. Es wird auf jeden Fall am Ende ein Sonnenmedaillon, lese ich gerade. Mit Medaillon. Und dann haben wir es auch gleich. Und es ist doch der Kranz, der mit soll. Den habe ich doch jetzt schon mehrmals angedrückt. Okay. 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 So. Ein Brief. Was ist das? Ein Bild von zwei Prinzessinnen. Wir haben eure Prinzessin. Sie wird an das Königreich Prasinus zurückgegeben, nachdem wir eure vollständige Unterwerfung erfahren. Ich glaube, das gehörte mal Daphne. Ziel erfüllt. So, die wurden also entführt oder was? Weiß man noch nicht. Wollte hier noch was vom Boden einsammeln. So ein Morgenstern. Man weiß ja nie. Einfach mal mitgenommen. Und sonst hier nichts. Dann gehen wir zu ihr zurück jetzt, oder? Weil ich brauche noch den anderen Stern. Diese alte Burg hat so stark gelitten, der Krieg fordert einen schrecklichen Tribut. Hier, guck mal. Where did you find this? The Watergate? Oh no. So they were taken to Kokina. Ja, leider. There's a secret passage that goes there, and luckily I have the key for it here. Please hurry. Okay. Ich hurry. Dann können wir jetzt hier was noch machen oder ist es jetzt hier erledigt? Dann gehen wir mal dahin. Achso, das geht jetzt gar nicht da. Da brauche ich den Schwertfisch. Wo soll denn der... Was ist das? Wassertorschlüssel? Der ist es nicht. Doch, bestimmt. Wahrscheinlich fehlt mir nur der Schwertfisch und dann brauchen wir den Schlüssel. Rahmenteil von Wandbild. Das gehört dann nicht rein. Dann das Sonnenmedaillon. Medaillon. Da ist er ja, der Schwertfisch. Und? Zack, wird gleich wieder ganz schnell zugemacht. Hier, Kristalltintenfisch. Nee, jetzt bin ich in die falsche Richtung gelaufen. Das macht aber nichts, mache ich einen schnellen Weg. Hui. So. Hallo, gehst du da mal rein? So, da ist es auch schon, das Schlüsselloch. Und jetzt geht's auch auf. Aha, also haben sie wirklich die Prasino-Prinzessinnen. Ihre königlichen Hoheiten haben wirklich ein Talent dafür, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Ich muss sie finden. Wow, dieser Ort ist so verwüstet worden, seit ich das letzte Mal hier gewesen bin. Erstmal so ein Skelett. Der König hat seinen Verstand verloren. Wenn wir bleiben, sind wir alle totgeweiht. Seine Frauen verschwinden weiterhin. Die Meeresgöttin hat uns aufgegeben. Aber er glaubt weiter daran, dass sein Spion uns alle retten wird. Wir müssen fliehen. Ich verstehe nicht, welchen König meint er. Kann man von dem denn noch was mitnehmen? Oder? Ja, okay. Die Kristallkrake. Und man kann es auch nochmal lesen, wenn man will. Aber wir wollen nicht. Lass mich überlegen. Mit dem Morgenstern können wir hier basteln. Ah, wir können uns also Morgenstern noch basteln. Okay. Da gehört wahrscheinlich das Krakending rein. Haben wir noch einen? Nö. Der dritte fehlt uns noch. Wir können da vorne hingehen. Da ist der Mond.
Nicht den Mond vergessen. 33 von 40. Oh Gott, wenn ich irgendwo einen Mond vergessen habe, dann, also im Hauptspiel, dann... Ah, schwierig. 34 von 40. So, was haben wir hier Schönes? Alle sind freie Bürger des mächtigen Königreichs Kokino, aber niemand darf die verbotene Kammer betreten. Jeder Versuch, ihre Sicherungen zu überwinden, hat zu einer Tragödie geführt. Was für ein Geheimnis mag sich in dieser Kammer nur verbergen? Wir finden es doch raus und erfahren dieselbe Tragödie. Nicht auf die Warnungen achten, das stimmt irgendwie nicht. Das stimmt, dass das nicht stimmt. Kann man das denn irgendwie noch puzzeln? Es sieht ein bisschen aus wie so ein Ariel-Puzzle. So, da waren Gemälde. Das gehört da nicht hin. Als ich zuletzt hier war, stand der Tempel noch. Was ist passiert? Mein Tempel ist ruiniert. Die Meeresgöttin ist nur ein Märchen für das Volk von Kokino. Außer für unseren König. Sie hat sich schon so lange nicht mehr gezeigt, dass sie niemand mehr anbetet. Und ich fürchte, dass mein Tempel einst genauso vergessen ist wie die Meeresgöttin selbst. Verstehe, der König war einer der letzten Anhänger der Meeresgöttin. Als ich zuletzt... Ja, okay. Okay. Da ist wieder dieses Wappen. Gut, dann, was ist das hier noch? Kette. Können wir mit der Kette vielleicht uns Morgenstern zusammen? Wunderbar. Wird einfach mal drauf losgekloppt demnächst. Wasserflasche. Können wir da schon mal, ne? Nö. Puzzeln geht ja auch noch nicht. Dann gehe ich erstmal zurück. Patsch. Und können die Qualle da reinfliegen. Schön. Da ist also jetzt die Dingshöhle. Ich habe von der geheimen Kammer gehört, aber der König hat nie davon erzählt. Es wird erzählt, dass wer immer die verbotene Kammer betritt, sofort verwunschen wird, für immer verflucht, nicht zur Ruhe finden, für alle Ewigkeit. Also wir jetzt auch. Silberhalskette, Bügelsäge. Aber ich habe vorgewarnt. Ich hab's gesagt. Da ist ein Zettelchen. Alice? Alas. Alas, ich konnte einfach nicht widerstehen. Ich fand einen Weg in die verbotene Kammer, aber jetzt fürchte ich um mein Leben und muss entkommen. Der König ist völlig verrückt geworden. Was könnte passiert sein, dass sie so viel Angst hat? Kenne ich den König von Kokino wirklich? Ich weiß es nicht. Was ist hier Schreckliches passiert? Da ist doch der Mond. Ach, was haben wir denn hier? Lege die runden Fragmente auf die korrekten Positionen, um das Wandbild zu vervollständigen. Kann man das einfach tauschen? Kann man einfach tauschen, ja? Okay. Das... So. Da habe ich einen endlich gefunden, der passt. Könnte das denn mal hin? Nee. Da braucht man so ein bisschen Vorstellungskraft hier, um das hier zu schaffen. Nee. Ja, das ist gut. Nee. Nee. Auch nicht. Nee, das sieht alles irgendwie komisch aus. Such mal einen, der vielleicht hier hinpasst. Nee, der war es nicht. Der vielleicht? Auch nicht. Kann man die eigentlich auch drehen? Oder nicht? Der ist gut. Der passt. Der passt dahin. Das sieht man schon. Der passt da aber nicht so hin. Da vielleicht? Oder da? Da ist er. Okay. Ja, der passt. Der passt auch gut. Die waren es beide richtig. Nee, der passt irgendwie nicht. Ja, das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Denn hier stimmt was nicht. Klappt irgendwie hier nicht so. Da vielleicht? Ja, da. Okay. Der könnte irgendwo da oder so. Nee.
der dahin. Wunderbar. Der gehört dahin. Hier ist noch was irgendwie gar nicht richtig. Gehört der denn hin? Dahin? Din, 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 din. Ist hier irgendeiner noch falsch, dass der hier weg soll? Nee, ne? Der muss auf jeden Fall weg. Der gehört dahin. Okay. Ja. Schön. Der ist falsch. Jetzt haben wir es. Ach, gut. Kurbel habe ich bekommen. Das stimmt irgendwie. Das stimmt nicht. Bügelsäge. Säg das doch einfach durch, wenn das nicht stimmt. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ja doch, das stimmt so. Ich sag das jetzt einfach. Gut, dann gehen wir wieder. Können wir mit der Säge das hier durch? Ja, los geht's. Kommt man ja auch nicht drüber klettern anscheinend. Wieder ein Wimmelbild. Herzlich gern. Die zwei Seepferdchen-Freunde. Dann so ein goldenes Dingens und die Schlange darf es auch sein. Und das hier. Und was noch? Was noch? Was noch? Was suche ich denn hier? Eigentlich so ein komisches Ding? Dingens und Ding sag ich viel in diesem Part. Finde aber auch keine anderen Worte. Hier die Schwert. Was wird das denn? Antikes Schwert. Ach so. Aber ich suche trotzdem noch dieses weiße Teil. Ist auch so ein Vogel. Dass man den nicht suchen soll, wundert mich. Ist denn jetzt da? Da ist es. Nee, ist das nicht? Nee. Schade. Das da. Irgendwas aus Glas oder so. Und jetzt noch das letzte Teil. Ist das hier vielleicht an der Seite oder hinter mir? Da ist es. Okay, dann haben wir jetzt das antike Schwert auch gebastelt. Eingang zum Roten Palast. Dann gehen wir da doch mal hin. Geschwind. Ist der Mond denn hier? Ich denke diesmal dran. Gleich als erstes. Vielleicht finde ich den noch. Der muss hier sein. Nein, ich will gar nicht zurück. Bleib mal schön da beim Roten Palast. Ich müsste mir etwas anderes überlegen. Wie wäre es denn mit deiner Säge? Wieso hast du die nicht mehr? Vielleicht mit dem Schwert? Können wir da direkt hinmarschieren. Will ich aber eigentlich noch gar nicht. Ja, geheimer Landungssteg. Den schnappen wir uns noch. Aber nicht jetzt. Ich will mir das durchlesen. Ich will nicht zurück. Kann man das sich hier nicht angucken? Blaubart, König von Kokino. Kann ich hier die Knöpfe drücken? Das ist ja süß. Jedes Mal, wenn der König auf Reisen war und seine Frauen allein ließ, gewährte er ihnen alle Freiheiten außer eine. Er verbot ihn jemals, die verbotene Kammer zu betreten. Doch Blaubart wurde von seinen eigenen Frauen betrogen. Denn sie respektierten nicht seinen Wunsch. Seltsamerweise endete ihr Leben auf tragische Weise. Ja, seltsamerweise. Gut. Dann Pech. Das Märchen vom Blaubart, wenn ich mich nicht täusche, ist ja auch irgendwie so ein bisschen brutal oder so. Da ist der Mond. Ich glaube, der wollte ja auch irgendwie die für sich haben oder so. Kann auch sein, dass ich es mit einem anderen Märchen verwechselt, wo es irgendwie darum ging, dass der Vater auch seine Tochter heiraten wollte. Lass mich überlegen. Ja, muss da irgendwas hin? Kann man denn hier mal machen? Warum sehen die auch so unterschiedlich aus? Kann ich hier irgendwas anderes machen? Kann da irgendwas hin? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich weiß es doch gerade nicht. Ist schön hier. Meine Heimat. Es ist so wunderbar, den Palast meines Königs wiederzusehen. Wer bist denn du, Kleine? Kleine. Red mal mit uns. Okay. Sie steht einfach nur, sie will nicht mit uns reden. Alles klar. Da haben wir noch eine Krähe genommen. Da ist der Mond.
37 von 40. Wir schaffen das. Ja, Krieg. Das Einzige, was er auf seinem Weg hinterlässt, sind Zerstörung und Leid. Lass mich überlegen. Das stimmt irgendwie nicht. Da ist auch ein Parabelteil, dieses unsichtbare Schwimmschwamm-Ding. Warum steht die denn jetzt hier so gruselig? Wie so ein Geist, der hier auf einmal redet nicht mit mir. Ja. So nicht, ne? Muss man ja auch nicht. Silberne Meerjungfrau, weißer Rabe, vielleicht können da die Raben hin. Bei diesen Erddingern. Keine Ahnung. Kann man denn mal machen? Können die hier rauf? Oder so? Nimm doch noch einen. Hier der schwarze und da der andere. Kann man doch machen. Nee? Tipp. Ach, Wasserflasche. Da soll eine Wasserflasche drauf? Okay. Aha, und dann kann man jetzt rätseln. Was kommt dann da in das Schwert? Was kann man denn da dann machen? Wenn da die Wasserflasche drauf gehört? Holzkästchen. Ich müsste mir was überlegen. Nee, Pferde habe ich hier auch noch nicht. Also das kann ich nicht mal. Boah. Silberhalskette. Kann man das denn hier dann schon mal puzzeln? Wahrscheinlich nicht, weil hier ist die Mitte, wo man die Kacheln später rüberschiebt. Deswegen glaube ich eher nicht. Oh, nochmal zum geheimen Landungssteg, zu den gruseligen Mädchen. Vielleicht muss das... Ja, mit dem Morgenstern könnten wir das einkloppen, genau. Was können wir denn da nochmal ranmachen, damit er vollständig ist? Fehlt da noch ein Stück Kette oder... Was wollen die hier? Die Kurbel? Nee. Da fehlt noch irgendwas, was wir bestimmt noch nicht haben. Nehme ich mal an. Dann watscheln wir mal zurück. Muss ja noch was anderes geben. Hier vielleicht. Irgendwas übersehen. Die Fische, die könnte man doch hier, den einen. Ah, und da unten gehört auch was hin. Die Raben oder was, die gehören da nicht hin, ne? So was Kleines, Rundes oder so könnte da reinpassen, aber sowas habe ich auch nicht. Also da gehört noch was rein und da, da aber nicht. Hier ist auch dieses Karpfenmaul. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich entferne mich auch gerade zu weit. Oder? Oder nicht? Weiter zurück kann ich auch gar nicht. Hier war auch nichts. Tja. Leute, her mit dem Tipp. Hier in der vergessenen Höhle soll ich was machen können. Vielleicht hier nochmal mit dem Schwert versuchen. Ach so. Dieses Mädchen ist in einem Fischernetz gefangen. Ich muss sie retten. Ah, da ist ein Mädchen gefangen. Das stimmt irgendwie nicht. Hier die Kurbel, die... Bin dem König treu ergeben und ich werde meine Mission erfüllen. Aber hier stimmt etwas ganz gewaltig nicht. Kann er ein unschuldiges Mädchen nur so behandeln? Wieso ist sie denn jetzt auf einmal da? Sie ist gefangen, aber sie stand doch gerade eben da. We tried to return, but that crazy King Bluebeard caught us. He took Teresa somewhere. I hope she's all right. He tied our boat at his secret pier, but we must hurry. We've got to save her. Okay, finde Daphne. Das Mädchen hat etwas fallen gelassen. Das goldene Pferdchen. Okay, die war hier gefangen, habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Passiert mal. Dann Hotte Hü geht's zurück. Da ist sie. Sie ist zum Palast gerannt.
Ich kann ihr durch das Geräusch nicht folgen. Ich muss sie zurückschneiden. Was musst du? Sie zurückschneiden. Jetzt steht sie nämlich hier. Wieder mal. Und redet nicht mit uns. Okay, dann gehe ich jetzt zum Boot. Immer diese Göre, die abhaut. Ich bin mal wieder zu ungeduldig hier. Ach ja. Ja, ja, ich bin zu ungeduldig. Ich weiß, ich weiß. Das soll ich aber einsammeln. Und das. Und das. Und irgendein längliches Stabdingens hier. Der hier vielleicht. Nein, aber das da, oder? Ja. Das ist fertig. Dann fehlen uns noch die Perlen. Und das Dreieck. Und das da. Und irgendwas hinter mir. Bestimmt irgendwas hinter mir. Das hier oben. Ist es das? Ja. Ja, doch, ja. Und es ist bestimmt hier so getan in diesem Steuerrad. Aber nein, wir suchen keinen Kram. Das ist es, was ich suche. Haben wir alles. Voll in den Zehen, Wimmelbild. Spiele ohne Tipps. Und ich habe eine Figur gewonnen. Wer ist denn da jetzt noch? Chancellor, please. You must rescue Teresa. Who knows what that monstrous king is doing to her? Ja, ja, wir kümmern uns darum. Don't worry. We won't leave without you guys. Please, be careful. Danke, dass ihr auf mich wartet. Leute, befreie Teresa. Wandbildteil. Okay. Und die warten jetzt. Ja, ihr wartet schön. Ihr macht jetzt hier keinen Humbug. Da ist eins dieser runden Teile, aber... Ob das reicht, weiß ich nicht, weil... Hier muss ich irgendwas tun mit dem Holzgriff. Was kann ich mit der Göttinnenfigur eigentlich noch machen? Ich müsste mir etwas anderes überlegen. Also dieses, ich muss mir was anderes, stimmt nicht. Das sind jetzt nicht gerade so die hilfreichen Tipps, dass man weiß, was man machen soll. Da würde ich mich doch freuen. Kommen da vielleicht die Krähen drauf? Wenn das ein bisschen sinnvollere Tipps wären. So, stimmt was nicht. Ja, was denn? Dass da was nicht stimmt, das weiß ich auch. Tja, aber was? Aber was? Dann packen wir das runde Dingensbummensteil da rein. Wunderbar, aber eines fehlt noch. Kommt die vielleicht da in die Mitte? Nee, ich muss es ja erstmal. Erstmal muss ich sie fertig basteln, ne? Ja, ja, okay. Könnte man denn nochmal machen? Weiß gar nicht, was es noch zu tun gibt. Das sehen wir aber auf jeden Fall im nächsten Part von Dark Parables. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.